Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose der dritten Liga und der zweiten Bundesliga. Ihr habt es euch gewünscht, ich habe es mal umgesetzt, es war echt mega zeitaufwendig. Ich mache das gerne, das wisst ihr ja sicherlich. Aber ich muss auch sagen, nehmt das nicht als Selbstverständlichkeit. Also denkt nicht, dass jetzt jede Woche hier immer von allen drei Ligen Prognosen kommen. Das werde ich zeitlich auf jeden Fall nicht schaffen. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, dass es extremes Investment ist. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich kenne mich aktuell in der dritten Liga zwar schon ganz gut aus, aber ich weiß nicht alles hundertprozentig. Also verzeiht mir auch das, wenn da mal irgendwie was komisch rüberkommt. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für euch, bei euch fürs Reinschalten und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Es geht los mit der dritten Liga, dann geht's weiter mit der zweiten Liga. Timelinks findet ihr in der Videobeschreibung. Also los geht's jetzt mit Liga 3. Ja, es geht los. Der FSV Zwickau und der SC Verl treffen zum Auftakt in den 27. Spieltag aufeinander. Zwickau in den weißen Trikots gegen Verl in schwarz-weiß. Es war ein sehr guter Beginn. Der Gastgeber, der FSV Zwickau, der kurz vor Schluss gegen Türkgücü München in Führung ging, aber dann noch kürzer vor Schluss den Ausgleich kassierte, legte hier wirklich einen guten Start gegen den SC Verl hin. Verl ja vielleicht sogar leicht favorisiert. Der Aufsteiger spielt eine grandiose Saison. Hier in der Defensive erstmal gefordert. Wusste der FSV Zwickau, wo es vielleicht beim Sportclub aus Verl drückt. Die verloren ja am letzten Wochenende zu Hause gegen Saarbrücken mit 3:1. Und weiterhin der FSV, hier die klar bessere Mannschaft. Freistoß aus gefährlicher Position, der Kopfball von König. Aber auch etwas zu anvisiert. Es war eine sehr dominante, eine spielstarke erste Halbzeit der Schwäne. Sie schafften es aber einfach nicht, den Ball über die Linie zu drücken, sodass es mit diesem 0:0 auch in die Pause ging. Der zweite Durchgang hatte dann nicht mehr ganz so viel vorzuweisen, aber der Verler Gast hatte zumindest mal eine ansatzweise gefährliche Möglichkeit, die aber dann im Endeffekt auch relativ deutlich vergeben wird. Ansonsten war von der spielstarken Zwickauer Mannschaft in Abschnitt 2 nicht mehr viel zu sehen und der SC Verl stabilisierte sich. Es gab aber weder nah auf der einen noch auf der anderen Seite Möglichkeiten, sodass das Spiel verdient mit 0:0 endet. Der MSV Duisburg muss wieder Punkte sammeln. Am letzten Wochenende hatte es geklappt, nun unter der Woche gab es aber eine Pleite der TSV 1860 München. Er hatte eine lange Pause. Gegen Unterhaching gewann man das Derby mit 3:1. Hier der Gast aus München, dementsprechend auch der Favorit, aber MSV Duisburg ist trotzdem hier spielerisch sicherlich nicht deutlich unterlegen. Es läuft einfach nur viel besser bei den Münchner Löwen. Die wollen ja oben dran bleiben und da muss man dann solche Dinger reinmachen. In der 28. Minute gelang das auch Sascha Mölders vor diesem Spieltag. Tabellensechster und so wenig diese Tabelle aktuell noch aussagt mit diesen verschiedenen Anzahlen von Spielen, so gut ist trotzdem die Form des MSV. Zumindest kommen sie langsam rein in diese Spielzeit. So auch hier der Ausgleich zum 1:1. Springen wir in den zweiten Durchgang. Es war schon eine unterhaltsame Partie, von beiden Mannschaften gut geführt. 1860 trotzdem mit der etwas breiteren Brust und dem 2:1 in der 70. Minute durch Stefan Lex, der da zu viel Platz bekommt. Der lässt dann Weinkauf im Kasten der Meidericher. Keine Abwehrchance. 1860 hielt Duisburg vom eigenen Tor fern. Tallich darf sich da drehen und wenden, wie er will, im Strafraum und setzt dann etwas mehr als 10 Minuten vor dem Ende den Schlussstrich. Das 3:1 auch gleichzeitig das Endergebnis. Der MSV steckt also die nächste Niederlage ein. Sie müssen aber an die positiven Dinge anknüpfen. 1860 heute einfach zu stark. Die Niederlage des FC Hansa Rostock unter der Woche beim VfB Lübeck war doch schon arg überraschend. Beim Tabellenletzten haben sie sich da teilweise vorführen lassen. Aber so ein kleiner Knick sei dann auch mal gestattet, wenn man dann wie hier gegen den ersten FC Kaiserslautern wieder von Beginn an hellwach ist. Und hier im Ostseestadion übernahm auch die Kogge
direkt die Spielverantwortung. Der erste FC Kaiserslautern kommt eben auch nicht aus einer Phase der Übermächtigkeit, der Übermacht. Und so auch hier eher wieder die negativen Dinge, die überwiegen sollten. Korbinian Vollmer mit dem 1:0 aus halblinker Position überwindet da Aftos Bahic, der hier nichts mehr verhindern kann. Kaiserslautern wurde im zweiten Durchgang aber zumindest mal gefährlich. Hier nach einem Standard von der linken Seite getreten aufs kurze Eck. Kolke ist da und pariert der auch gegen den VfB Lübeck unter der Woche das ein oder andere Mal gefordert war. Und er war auch nochmal gefordert. Wir sind schon in der 90. Minute. Die Flanke von Redondo geht an Freund und Feind vorbei. Kleinsorge bringt den Ball aber nochmal. Und Hanslik hat in der letzten Minute nochmal die Möglichkeit, zumindest einen Punkt für die Roten Teufel zu sichern. Er setzt den Kopfball aber nicht gut an. Und so bleibt es bei diesem knappen 1:0, das für Hansa Rostock nach der zweiten Halbzeit etwas schmeichelhaft daherkommt. Der VfB Lübeck lebt noch. Das haben sie unter der Woche gezeigt. Was Viktoria Köln gezeigt hat, war Spektakel nach vorne, aber nach hinten wirklich ziemlich deutliche Lücken. Sie verloren gegen Magdeburg mit 2:4. Hier Viktoria Köln aber die erstmal bessere Mannschaft. Sie stehen ja noch über einem Abstiegsplatz. Der VfB Lübeck will sich Stück für Stück von unten entfernen. Da sollten jetzt ein paar Siege noch folgen. Die Lübecker aber eher nach Standardsituationen gefährlich. Das ist mal Mirko Boland, der es da mit Wucht versucht. So viel fehlt da nicht. Nette Schusstechnik, aber ein knapper Meter ist es am Ende dann doch. Der senkt sich einfach ein Stück zu spät, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Der zweite Durchgang, lange Zeit schon am Laufen und dann diese Riesenchance. Aber Räder hat was dazwischen. Der hat gegen Rostock am Ende auch mit seinen Paraden den Sieg festhalten können. Hier ist er wieder zur Stelle und holt ihn aus dem kurzen Eck. Viktoria Köln aber zum Ende hin noch deutlich besser. Rieble. Katastrophal. Diese Vorlage für Wunderlich. Den will er irgendwie klären, legt ihn perfekt auf. Und das ist ein Kopfball, der besser nicht platziert werden kann. Und Viktoria Köln nochmal angestachelt. Nachspielzeit gab mehr Platz auch im Strafraum. Timmy Thiele weitergeleitet zu Marcel Risse. Erste Minute der Nachspielzeit. Das 0:2. Logischerweise auch die Entscheidung. Der VfB Lübeck verliert im Abstiegsduell gegen Viktoria Köln mit 0:2 und muss sich ärgern, hier aus dem Spiel unter der Woche nicht noch mehr jetzt rausgeholt zu haben. Der SV Meppen ist noch lange nicht gerettet, aber macht wirklich vor allem nach vorne hin immer wieder Laune anzuschauen. Die Mannschaft von Thorsten Frings heute gegen die SG Dynamo Dresden, aber so richtig gefährdet, wie Dresden den FC Ingolstadt bespielte. Das war unglaublich, aber so unglaublich auch hier die Anfangsphase, denn der SV Meppen war die bessere Mannschaft. Tankulic mit dem 1:0 für die Gastgeber. Früh in dieser Partie, Dresden schüttelte sich kurz und kam dann besser ins Spiel. Pascal Sohm bringt den Ball zu, da ferner nach 25 Minuten wieder Gleichstand, schön aufgelegt, vorbei der Ball von da ferner an Domaschke. 10 Minuten jetzt im zweiten Durchgang gespielt. Gute Möglichkeit für Dresden, das hier in der Frühphase der zweiten Halbzeit zu drehen. Da fehlte wirklich nicht viel, der hätte fast in den Knick gepasst, trifft aber nur das Gestänge vom Gehäuse. Schlussphase. Dresden wollte es auf jeden Fall mehr. Meppen wirkte, als wären sie zufrieden mit diesem 1:1. Und das sollte sich bestrafen. Ransford, Jeboah Königsdorfer in der 87. Minute mit dem 2:1. Gleichzeitig auch der Endstand. Dresden grüßt also weiter von der Tabellenspitze und präsentiert sich hier effizient wie eben eine richtige Spitzenmannschaft. Der erste FC Saarbrücken misst sich mit dem KFC Uerdingen und die
Zustände könnten kaum unterschiedlicher sein. Uerdingen kämpft ums Überleben, um die Existenz. Und Saarbrücken kann, wenn sie so weiterspielen, sogar ganz oben anklopfen, an die Aufstiegsränge weiter sich rankletten. Und so auch hier der Start mit Julian Günther Schmidt, der das 1:0 erzielt. Dann passierte im ersten Durchgang nichts mehr, sodass wir schon in die zweite Halbzeit springen, in der KFC Uerdingen dann besser wurde. Grimaldi mit einer guten Bewegung scheitert dann aber an Batz, dem Schlussmann der Saarbrücker. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite getreten, der wird verlängert. Parade von Batz, doch im Nachsetzen dann Grimaldi doch erfolgreich. 53. Minute, kann Batz nicht mehr so viel machen, als den in die Mitte abzuwehren. Da schliefen die Verteidiger von Saarbrücken. Etwas mehr als eine Viertelstunde noch zu spielen. Nun wieder die Gastgeber. Gut, quergelegt, es ist wieder Julian Günther Schmidt. In der 75. Minute das 2:1. Die zweite Führung für Saarbrücken. Etwas glücklich zu diesem Zeitpunkt, weil Uerdingen nicht die schlechtere Mannschaft war. Die Krefelder blieben auch bis zum Ende dran. Nochmal ein Eckstoß. Da hatten sie ja schon Erfolg mitgehabt. Diesmal aber nicht. Zellner haut alles rein, was er hat. Mit dem Oberschenkelwerter den Ball von Push ab. Und so bleibt es beim knappen 2:1. Uerdingen hat es verpasst, die eigenen Möglichkeiten gut zu nutzen. Der erste FC Magdeburg kann wieder Hoffnung haben. Das war ein gutes Spiel, das man unter der Woche gegen Viktoria Köln absolvierte. Nun zu Gast der SV Waldhof Mannheim. Die Waldhöfer auch gefordert. Man steht zwar im gesicherten Tabellenmittelfeld, man möchte aber mit unten nichts mehr zu tun haben. Deswegen sollte man noch ein paar Punkte einfahren. Magdeburg jedoch schon deutlich mehr unter Druck. Aktuell ja auf einem Abstiegsplatz. Waldhof Mannheim aber wacher. 23. Minute, dann auch das 1:0. Dominik Martinovic, der sich hier sehr gut im 16er bewegt, aber auch dazu die Möglichkeit bekommt. Magdeburg, wenn dann nach Standardsituation. Artig mit dem Eckball, vollendet von Kai Brünker. Er traf auch unter der Woche. Hier setzt er den Kopfball und erzielt den 1:1 Ausgleichstreffer. Magdeburg hatte jetzt Blut geleckt. Malachowski. Super Ball zu Brünker. Und der war drin. Verlat kratzt ihn zu spät von der Linie. Wir schauen nochmal drauf. Da geht dann den Innenpfosten. Dreht sich eigentlich raus. Dann aber nochmal so eine Drallkurve. Verlat kommt einen Moment zu spät. Springen wir in den zweiten Durchgang. Das war eine richtig spektakuläre Partie. Magdeburg. Nach vorne macht sie Spaß. Nach hinten machten sie Sorgen. Aus Magdeburger Sicht. Martinovic um Einhaar mit dem Ausgleich in der 56. Minute, trifft aber nur den Außenpfosten. Schlussphase. Waldhof Mannheim wollte hier auf keinen Fall als Verlierer vom Platz gehen und so wurde es auch dann von Martinovic umgesetzt. 83. der Ausgleichstreffer. Wieder Martinovic, der das hier super macht. Magdeburg mit dem 2:2 zufrieden. Mannheim kam aber nochmal. Schuster ausgerechnet zu Marcel Kostli. Mit der 3:2 Führung und dem 3:2 Endstand. Kostli, der Ex-Magdeburger, entscheidet das Spiel zugunsten der Gäste. Waldhof Mannheim kann also weiterhin gut für die nächste Saison planen. Magdeburg hingegen muss noch viele Punkte einsammeln. Unterhaching kann einem schon Sorgen machen. Das ist mittlerweile Tabellenplatz 20. Jetzt zu Gast der Hallische FC. Und die Hallenser, die haben Selbstvertrauen. Die stehen gut da in der Liga und müssen sich überhaupt keine Sorgen machen über die nächste Saison. So traten sie hier auch mit breiter Brust auf. Terence Boyd mit dem 0:1 in der 12. Spielminute. Die Spielvereinigung Unterhaching doch sichtlich irritiert und angeschlagen. Manu sieht Jonas Niedfeld. Tritt ja nicht mehr so oft als Torschütze in Erscheinung,
hat sich ja vom Stürmer mittlerweile zum zentralen Mittelfeldmann gemausert, wenn man es so sagen möchte. Das war hier eine ganz eindeutige Sache und Haching chancenlos gegen starke Hallenser, die dann in der 56. Minute durch den Doppelpack von Terence Boyd schon alles klar machten. Joe Coppens ist hier machtlos. Das war es dann auch mit den Highlights in diesem Spiel. Haching konnte sich nicht mehr fangen. Halle sparte Kräfte für die kommenden Wochen und geht hier als 3:0 Sieger ganz klar erfolgreich und sehr, sehr zufrieden vom Feld. Der FC Bayern München hat es mit dem SVW Wiesbaden zu tun. Wiesbaden, ja Absteiger aus dem letzten Jahr gegen den Meister aus dem letzten Jahr. Also eigentlich zwei Mannschaften, die das Potenzial zu vielem haben. Und Wiesbaden steht ja auch sehr gut da. Aktuell Tabellenplatz 4, der FC Bayern München 2 im sicheren Mittelfeld. Auch wenn man so ein bisschen den Blick noch nach unten richten muss. Für Wiesbaden ist das hier aber eigentlich ein ganz wichtiges Spiel, um oben eben weiter richtig mitzumischen. Und die sind ja gut drauf, die Hessen. Doch der FC Bayern 2, er machte es hier schon sehr gut. Und zwar deutlich besser. Viele Möglichkeiten für die Gastgeber, aber erfolgreich waren sie noch nicht. Wiesbaden fiel relativ wenig nach vorne ein, in der Defensive aber sehr konzentriert. Stunde jetzt gespielt, dann mal Jastrzemski, der dann einfach abschließt und in der 59. das 1:0 macht. Ein Ticken zu spät, die Wiesbadener Verteidigung in dieser Situation. Und so eben das 1:0, das auch vollkommen verdient war. Sie hatten noch die Chance, einen draufzulegen. Nochmal Jastrzemski scheitert aber an Boss, der 10 Minuten vor dem Schluss die Partie zumindest ergebnistechnisch offen hielt, aber es kam nichts mehr von den Gästen. Ein unter dem Strich ziemlich enttäuschender Auftritt von Wien Wiesbaden. Da müssen sie eher an die Vorwochen anknüpfen. Das werden sie auch tun. Heute ist es allerdings erstmal bei Bayern 2 ein kleiner Rückschlag. Der FC Ingolstadt hat sich nach der Niederlage bei Dynamo Dresden direkt gefangen und unter der Woche wieder gewinnen können. Türkgücü München spielte zumindest 1:1 gegen den FSV Zwickau. Hier die Ingolstädter, aber die deutlich bessere Mannschaft. Das ist die vierte Spielminute. Gleich mal eine große Möglichkeit für die Schanzer, die hier ganz klar den Ton angaben und gar keine Fragen offen lassen wollten. Kotzke legt rüber zu Kaya. Kotzke kennt keine Verwandten. Jonathan Kotzke mit dem 1:0 in der 14. Spielminute. Schließt ab, kommt er sehr offensiv ins Geschehen hinein und macht das im Stile eines Mittelstürmers. Aber Türkgücü München hat ja auch einen Ausnahmespieler, Serkan Sararea, mit dem 1:1 in der 22. Spielminute. Aus sehr spitzem Winkel macht er das trotzdem richtig gut. War schon ein Spitzenspiel, konnte man auf jeden Fall so sagen. Ingolstadt aber doch mit den spielerisch noch besseren Ansätzen. Über die linke Seite, der Ball zurückgelegt zu Fatih Kaya. 33. Minute, die zweite Führung für den FCI. Steht da sogar noch einer in der Sichtlinie des Münchner Keepers. Ingolstadt hatte alles im Griff, auch im zweiten Durchgang. Stefan Kutschke in der 77. Minute dann mit dem 3:1 und das war schon die Vorentscheidung. Macht er richtig stark mit dem Oberschenkel vorgelegt, beziehungsweise über den Gegenspieler rüber, dann direkt abgezogen, flach, hart verwandelt. Aber die Gäste, auch sie konnte man loben. Röser mit der Chance zum Anschluss in der 87. Minute hier zum 3:2, aber den Ball trifft er eben nicht optimal. Weiterhin also 3:1. Marc Stendera hat nochmal das Auge. Kotzke scheitert an Park. Der Nachschuss sitzt aber. Philipp Bilbia mit dem 4:1. War am Ende ein Treffer zu hoch, dieses Endergebnis. Aber der Sieger ist auf jeden Fall rechtmäßig hier, der FC Ingolstadt. Er teilt Türkgücü ein Stück weit eine Lehrstunde. Jo, hier seht ihr die Ergebnisse im Überblick. Jetzt viel Spaß mit der zweiten Liga. Weiter geht's.
Jo, und damit wären wir angekommen beim zweiten Teil dieser Prognose. Zweite Bundesliga steht an. Ihr wisst es wahrscheinlich, der SSV Jahn Regensburg befindet sich komplett in Quarantäne. Das Spiel gegen Osnabrück findet also nicht statt. Ich habe es trotzdem prognostiziert, weil ich meine, ja, warum auch nicht? Wer da jetzt krank oder verletzt ist, ich weiß es nicht. Aber naja, das guckt ihr euch dann entweder an oder ihr sagt, das ist mir zu unrealistisch. Regensburg spielt doch gar nicht. Dann überspringt das Spiel einfach. Ich wollte es aber machen für die Osnabrück und Regensburg-Fans. Naja, viel Spaß jetzt beim zweiten Teil. Los geht's. Der SV Darmstadt muss wirklich gehörig aufpassen, nicht noch weiter abzuschmieren. Tabellenplatz 14 ist nicht zufriedenstellend. Und nun der SC Paderborn hier als Gastgeber hellwach von Minute 1. Sven Michel mit dem 1:0 in der achten Spielminute überrascht hier die Lilien. Ein super Auftakt der Elf von Steffen Baumgart. Obwohl der SC Paderborn ja nur im Tabellenmittelfeld steht, ist es hier fast ein Ligenunterschied, so wie die beiden Mannschaften auftraten. Aber in der 13. Minute, da hat man dann mal gesehen, warum Paderborn vielleicht nur im Tabellenmittelfeld steht. Defensiv haben sie so ihre Probleme. Nach vorne aber macht es einfach Spaß als neutraler Zuschauer hinzuschauen. Sebastian Vassiliadis mit dem 2:0. Aber sehen Sie diese Lücken bei Darmstadt in der Defensive? Das darf nicht sein. Und im zweiten Durchgang kam dann ein bisschen Pech dazu. Mai mit dem Handspiel kann man schon so geben, aber war schon eine sehr kurze Distanz. Knapp über eine Stunde gespielt. Michel stellt auf 3:0. Übel. Es wurde übel für den SV Darmstadt. Und sie mussten wirklich aufpassen, nicht komplett in die Einzelteile zerlegt zu werden. Aber es sah dann in der 77. Minute nicht danach aus, als würde hier Paderborn irgendwie einen Gang runterschalten. Schallenberg bedient von Vassiliadis. Aber es blieb dann zumindest beim 4:0 klarer, deutlicher, hochverdienter Sieg für den SCP und Darmstadt muss jetzt wirklich gewaltig aufpassen, nach unten zu schauen. Würzburg hat gezeigt, dass es lebt. Vor allem zu Hause fahren sie regelmäßig ihre Punkte ein, auch überraschende Siege. Nun zu Gast der erste FC Heidenheim. Aber dass Heidenheim zu Hause hier und da auch mal seine Probleme hat, das konnte man dann auch hier sehen. Marvin Pieringer in der 10. Minute mit dem 1:0. Doch das hatte nicht allzu lange Bestand. Eine Viertelstunde später Tomalla mit dem Ausgleich. Muss man sich ein bisschen fragen, was ist in der Defensive bei Würzburg los? Das letzte Heimspiel war ja das 3:2 gegen den Hamburger SV, wo man auch in der Defensive Anfälligkeiten zeigte, aber nach vorne eben immer eiskalt zuschlug. Nun wieder der erste FC Heidenheim. Schöppner zu Rittmüller. Da fehlte nicht viel zum 2:1, fast die Partie noch im ersten Durchgang gedreht. Aber Würzburg machte es ganz gut, bis eine Stunde gespielt war. Dann kam nämlich wieder Tomalla daher. Verdient dieses Spiel gedreht, der erste FC Heidenheim auf des Gegners Platzes mit einer tollen Leistung. Sie ließen sich dann aber auch auskontern. Das in Führung ist ziemlich tödlich und fahrlässig. Sontheimer zu Hägele. Daniel Hägele mit dem Megabock noch gegen den VfL Bochum zuletzt macht hier seinen Fehler zumindest ein Stück weit wieder wett. Die Schlussphase war völlig offen. Würzburg aber auch mutig nach vorne. Munsi! Rich Munsi in der 85. Minute mit dem 3:2. Das Lieblingsergebnis aktuell der Würzburger, denn zum zweiten Mal hintereinander gewinnen sie zu Hause mit diesem Ergebnis. Heidenheim kam nicht mehr zurück, verweilt damit im Tabellenmittelfeld und muss sich ärgern, hier nicht mindestens einen Punkt mitgenommen zu haben. Karlsruhe und St. Pauli sind aktuell schon zu den Mannschaften der Stunde zu zählen. Der KSC grüßt ganz weit oben aus der Tabelle. Nummer 5 ist da aktuell der Tabellenplatz. Und so traten sie hier auch auf. Philipp Hofmann setzt sich hier durch gegen Lawrence, trifft den Ball dann aber nicht mehr optimal, wird ausreichend gestört. Im Hinspiel gab es ein deutliches 3:0 für
den KSC, der FC St. Pauli, da miserabel drauf. Da konnte der KSC mal richtig zeigen, wozu er in der Lage ist. Choi, der Ex-St. Paulianer, hier mit der Vorlage zu Benjamin Goller, der Rechtsaußen, auch mit der direkten Abnahme, nimmt da sein Herz in die Hand, kann den aber nicht gut platzieren. Vom FC St. Pauli nicht so viel zu sehen. Mit dem Derby-Sieg im Rücken eigentlich mehr Selbstvertrauen zu erwarten gewesen. Das hatten sie dann aber kurz vor der Pause in Persona von Daniel Kofi Kjere, der auch das 1:0 erzielt hat. Da Montagabend kommt hier frei zum Schuss vor Marius Gersbeck. Da lässt er sich nicht beirren. Der FC St. Pauli im zweiten Durchgang sehr souverän und wenig defensiv gefordert. In der 84. Minute dann das 0:2, die Entscheidung durch Rodrigo Salazar, der hier per Kopf in Erscheinung tritt. Auch nicht unbedingt sein Spezialgebiet, ist ja auch nicht der allergrößte, aber er macht das Ding rein. Der KSC nun ein bisschen aufgescheucht in der Defensive. Finole Becker sogar mit dem 0:3 in der 90. Minute. Also alles entschieden. Der KSC mit einem eher schlechten Tag. Der FC St. Pauli nach wie vor in guter Verfassung. Und so gewinnen sie hier am Ende. Sicherlich mit einem Tor zu hoch, aber trotzdem verdient mit 3:0 beim KSC. Der FC Erzgebirge Aue liebt es einfach, daheim anzutreten. Da ärgern sie ihre Kontrahenten am allerliebsten. Hannover 96 sollte als nächstes daran glauben. Hannover aber in den grünen Trikots hier durchaus mutig. Obwohl es ja nicht so gut läuft bei den Niedersachsen. Da hatte man sich in dieser Saison viel mehr vorgenommen. Es wird am Ende sicherlich ein gehobener Tabellenmittelfeldplatz sein. Aber zufrieden waren sie damit sicherlich nicht. Auch daran scheiterten sie teilweise an ihrer Chancenverwertung. Hier ist es Ellis, dem kann man nicht so viel vorwerfen, ist eben kein Stürmer. Martin Mennel mit einer tollen Parade. Aber vor allem Duxch und Co. in der Offensive haben zu oft den Torriecher vermissen lassen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Hannover 96 nach wie vor mit einem guten Auftritt. Ox zieht in den Strafraum ein, bleibt dann aber in Sören Gonta hängen oder an Sören Gonta hängen. Hätte sonst ziemlich gefährlich werden können. Der Innenverteidiger schmeißt sich aber rein. Aue brauchte lange, um hier Fuß zu fassen, war ein eher ungewöhnlicher Auftritt für ein Heimspiel bei den lila Veilchen. Trotzdem, es wurde am Ende wieder besser. Hier fehlte nicht viel. Wenn Esser da nicht rangeht, ist Testroth zur Stelle und ein Paradebeispiel für den FC Erzgebirge Aue. Schlussphase, nun nochmal Erzgebirge Aue. Nazarov zu Jean-Patrick Strauß. Und der macht in der 88. Minute mit dem Lucky Punch die nächste Heimüberraschung, sagen wir mal, perfekt. Denn Hannover war schon die bessere Mannschaft, aber Aue blieb bis zum Schluss dran und war eben im Abschluss einfach besser als der Gast aus Hannover. Das ist ein absolutes Spitzenspiel. Fürth gegen Bochum, Platz 3 gegen Platz 1. Der VfL Bochum mal wieder Tabellenführer. Gab es einige Jahre lang nicht. Aber das hatten sie sich verdient und wollten sie hier verteidigen. 18. Minute, Robert Tesche wird bedient von Robert Juhl. Die beiden Roberts also im Zusammenspiel. Tesche, die schweren Machter, die einfachen vergibt er hin und wieder. Der hier war wirklich wieder relativ kompliziert. Kräuter Fürth aber auch gegen Holstein Kiel im Spitzenspiel nach einem Rückstand zurückgekommen. Hier wollten sie zumindest vor dem Pausenpfiff nochmal wieder langsam reinfinden ins Spiel. 34. Minute, dieser Ball von Leveling ist aber für Manuel Riemann nicht wirklich eine Bedrohung. Der zweite Durchgang, knapp 10 Minuten am Laufen. Ernst dann mit dem Ball zurück zu Panimir Hrgota. Und das war schon schwieriger für Manuel Riemann, der hier schnell genug unten ist, den zu unplatzierten Schuss dann aus dem Eck holt. Greuther Fürth blieb aber dran. Ernst zu Nielsen und jetzt
war der Ausgleich da. 80. Minute, Havard Nielsen mit dem 1:1. Der VfL Bochum machte zu wenig und kassierte damit die Quittung. Sie kam aus dieser Lethargie auch nicht mehr raus, so richtig beim VfL, sodass es sogar noch diesen Treffer gab. 90. plus 1, Nielsen dreht dieses Spiel mit dem Doppelpack und entscheidet das Spitzenspiel zugunsten der Kleeblätter, die ein Topspiel mal wieder drehen können, ganz wichtige Punkte einsammeln und damit am VfL Bochum erstmal in der Tabelle vorbeiziehen. Düsseldorf und Nürnberg, zwei Mannschaften, die ihren Ansprüchen hinterherlaufen. Düsseldorf zumindest ein bisschen geht es ja noch, aber es kam jetzt auch wieder dieses Elfmeter-Pech dazu oder Elfmeter-Unvermögen. Sie kassieren zu viele Strafstöße gegen sich. Kastenmeier hat aber auch schon mal einen gehalten in dieser Saison. Den hier von Johannes Geis fischt er nicht raus. Düsseldorf wollte gerne wieder aufsteigen, das wird allem Anschein nach in dieser Saison nicht klappen. Nürnberg will das Minimalziel Klassenerhalt irgendwie erkämpfen und die Zeichen stehen ja nicht schlecht. Und das machten sie hier auch wieder deutlich. 32. Minute, das 0:2. Das Potenzial, das im Club schlummert, das ist nicht zu übersehen, aber die Defensive, sie ist einfach zu anfällig. Das wollte Düsseldorf im zweiten Durchgang jetzt auch ausnutzen. Kenan Karaman zu Ruven Hennings. Der macht es auch. 1:2 in der 64. Minute. Die Niederlage gegen Heidenheim zuletzt. Warf aber auch wieder einige Fragen auf bei der Fortuna, die man irgendwie so richtig in dieser Saison nicht beantworten kann. Aber nach vorne, da können sie meistens was erzeugen. Wenn es dann auch mal Marcel Sobotka sein muss. 2:2 nach 0:2 zurückgekommen. Die Gastgeber wollten mehr. Nürnberg komplett verunsichert. Hennings mit dem Ball zu Karaman. Der stand nicht im Abseits. Karaman bekommt zu viel Platz. Läuft den Gegenspielern davon und dreht das Spiel komplett. 82. Minute. Die Führung für Düsseldorf. Nürnberg raffte sich aber doch nochmal auf. Nachspielzeit eigentlich abgelaufen. Aber Dennis Borkowski zieht nochmal ein aus dem Hut. 3. Minute der Nachspielzeit. Dieser Schlenzer, er dreht sich an den Innenpfosten von da über die Linie. Düsseldorf komplett bedient. Aber auch Nürnberg nach einer 2:0 Führung nur mit einem Punkt ist für beide Mannschaften eigentlich zu wenig. Eintracht Braunschweig ist wieder einen Platz in der Tabelle gefallen, weil Sandhausen 3:0 gegen den VfL Osnabrück gewinnen konnte, da Sandhausen extrem lange in Überzahl. Jetzt mit 11:11 taten sich die Sandhäuser extrem schwer. Braunschweig braucht diesen Sieg hier eigentlich deutlich mehr. Trotzdem war es besser, was Sandhausen machte, beziehungsweise was Sandhausen zumindest versuchte. Man konnte hier nicht viel erwarten, fußballerisch, aber man bekam noch weniger, obwohl man sich eigentlich kaum etwas vorgestellt hatte. 0:0 nach 45 Minuten, das folgerichtige Ergebnis. Es mussten Standardsituationen herhalten oder vielleicht sogar Elfmeter. Und den gab es dann für Braunschweig nach 71 Minuten. Dennis Diekmeyer verursacht diesen Strafstoß knapp 20 Minuten vor dem Ende. G stießt ab, wird dann im Nachhinein ja, mit der Hand von Diekmeyer irgendwie gespielt, der Ball. Unglücklich für Sandhausen. Felix Groß mit der Riesenmöglichkeit, die er auch nutzt. 72. Minute, 1:0 für Eintracht Braunschweig. Zentral platziert dieser Ball. Sandhausen auswärts einfach zu schwach. Sie kamen nicht mehr zurück und müssen die Punkte wohl weiterhin zu Hause einsacken. Das war nicht. Sie verlieren mit 1:0 gegen Braunschweig, das eben nur durch diesen Strafstoß wirklich mal gefährlich werden konnte. Aber Sieg ist Sieg und das wird Braunschweig genügen. Der VfL Osnabrück steckt in einem unglaublichen Loch und da rauszukommen wird brutal schwer. Aber Regensburg hat in St. Pauli bei Braunschweig auswärts verloren. Es ist also nicht unbedingt
die Paradedisziplin der Elf von Mersat Selimbegovic auswärts anzutreten. Und so auch hier Osnabrück musste aufgrund von Verletzungen und Sperren unglaublich kreativ werden. Diese Mannschaft, die ist komplett auf den Kopf gestellt. Es funktionierte aber. Wir springen aber schon in den zweiten Durchgang, denn viel passierte gar nicht. Osnabrück verteidigte sehr gut dieses 1:0 im Nacken, brachte zumindest ein bisschen Selbstvertrauen zurück. Der SSV Jahn Regensburg eben traditionell mit Schwierigkeiten auswärts. Das ist Otto mal mit einem Versuch. Aber das war alles andere als gefährlich. Osnabrück wagte sich mal wieder aus der Deckung. Das passierte nicht so häufig. Taffazofer dann aber mit dem Ball zu Santos. 69. Minute, 2:0 für den VfL Osnabrück. Und das ist doch mal eine Ausgangslage, um dieses Spiel über die Runden zu bringen. Es sollte wohl klappen. Santos kann den Ball lange halten. Santos hat das Auge für Maurice Multaub. Das 3:0 in der 73. Minute. Osnabrück schießt sich sogar ein bisschen den Frust noch von der Seele. Kann mal wieder Punkte einfahren. Ganz wichtig gegen den SSV Jahn Regensburg. Damit sammeln sie wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Zum Abschluss des 24. Spieltags gab es nochmal eine richtige Spitzenpartie. Hamburger SV gegen Kieler Störche. Der HSV hat gegen Kiel doch so seine negativen Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit und wollte die alten Geister vertreiben. Sie machten es gut. Und Holstein Kiel hatte ja eigentlich lange Zeit, sich vom Pokal zu erholen, als sie gegen Essen weiterkamen. Aber hier gegen den HSV waren sie nicht so richtig spritzig, wie man es eigentlich von ihnen gewohnt ist. Duziak zu Haier, Gelios mit der Parade, Wahl und Lorenz, könnt's nicht klären, was für ein Fehler. Einer wie Terodde nutzt das dann mit Kusshand aus. Ist hier hellwach und macht das 1:0. Schon verdient, die Entstehung aber richtig unglücklich. Zweiter Durchgang, etwas mehr als 10 Minuten gespielt. Dabei von Kittel zu Terodde. 2:0, 56. Minute. Holstein Kiel in der Defensive überraschend anfällig. Auswärts sind sie ja eigentlich richtig stark. Aber das Spitzenspiel gegen Fürth, das ging zu allem Überfluss auch verloren. Eben auch auswärts. Jetzt gegen den HSV drohte die nächste Niederlage. Der letzte Abschluss hier von Ulreich ohne Probleme pariert. Kiel enttäuschte doch etwas in diesem Spitzenspiel. Der HSV überwindet das Kieler Trauma, schlägt Holstein mit 2:0 und kann damit ganz wichtige Punkte für den Aufstieg sammeln. Jo, das war es jetzt tatsächlich mit dieser Prognose. Zweite und dritte Liga. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und adios.